Ich bin da ja eigentlich in die ganze Sache reingeboren worden. Vielmehr die Anteile habe ich von meiner Mutter geerbt. Und ich finde es eigentlich was ganz Tolles, wenn man irgendwelche Waren herstellt, mit denen man eigentlich jeden Tag, tagtäglich umgeht und bei dem man bei den anderen Menschen ein schönes Gefühl erzeugen kann, wenn die ins Bad kommen, finde ich doch eine tolle Aufgabe. Und meine Mutter war eine sehr resolute Frau. Groß, größer als ich, 2 Zentimeter größer als ich, kräftig. Und wenn Mutter was durchsetzen wollte, dann hat sie das durchgesetzt. Wenn man ein Unternehmen leitet oder damit zu tun hat, auf jeden Fall die finanzielle gute Ausrüstung, nie irgendwie viele Schulden machen, immer solide arbeiten, aufs Eigenkapital achten. Das hat sie mir eigentlich so mitgegeben. Also Sport hat für mich immer viel bedeutet. Also als Kind hatte ich einen irrsinnigen Bewegungsdrang. Im Alter von 10 habe ich dann Hockey und Tennis angefangen. Habe es im Tennis auch zur besten Jugendlichen meines Alters geschafft. Wurde mit 18 in die Nationalmannschaft, Hockey-Nationalmannschaft berufen. Und dann habe ich den ersten Jugendtennis-Länderkampf abgesagt und dann hat mich der Deutsche Tennisbund nie mehr eingeladen. Ich habe dann weiterhin auch noch Tennis gespielt, aber für Tennisbund war ich gestorben. Diese soliden, festen Sachen, die wir damals gemacht haben, das konnte so nicht weitergehen. Und man sah auch, ja, dass die Konkurrenz da was anderes machte. Und dann fingen wir dann eigentlich mit dem ersten Wandklosett an. Und das war so der erste Renner, den wir eigentlich so erzeugten. Ne? Zuallererst diese erste Serie Giamo, die war schon prägend und da war ich auch ein großer Fan davor, hab ich auch zu Hause sofort eingebaut. Und dann Vero ist was, was die Duravit selbst rausgebracht hat, die viereckige Form, die hat uns ja jeder Keramiker nachgemacht, jeder. Spricht für sich, ne? 200 Jahre ist schon toll für eine Firma. Ich hoffe, dass wir die 300 noch erleben. Also ich erlebe sie nicht, aber die Duravit. 50 Jahre, die ich jetzt dabei bin, das ist ja schon wirklich mehr als das halbe Leben. Ja, wir sind ja wirklich ein super grundsolides, finanziell aufgestelltes Unternehmen. Machen gute Produkte. Ich würde es vielleicht eher als Schmuckkasten zeichnen. Ohne Duravit wäre das Bad wesentlich langweiliger